Guten Morgen. Die digitale Evolution. Sie wird kommen, sie ist bereits da und Martin Eder hat dazu ein Buch geschrieben. Das ist natürlich schon mega interessant, weil ich glaube, die digitale Evolution oder Revolution oder wie man das auch immer nennen möchte, ist eines der Kernpunkte des neuen Jahrtausends und entsprechend interessant das Buch. Das Buch ist ich würde schon fast sagen, Alltagssprache geschrieben. Das Buch ist wirklich, ja, mit einer Prise Humor und für Otto Normalverbraucher absolut verständlich, ja, niedergeschrieben und deshalb auch sehr, sehr gut zu lesen. Die thematische Vielfalt überspannt quasi Politik, Wirtschaft, Philosophie. Es sind viele interessante Ansätze darin, wie zum Beispiel die KI sich entwickelt hat, dass die KI, wo man früher gesagt hat, sie wird nie kognitive Aufgaben übernehmen können, also selbstständig Wissen generieren können, dass mittlerweile das auch so weit ist, dass die KI eben auch kognitiv denken kann. Und es wird aber kein Schreckensszenario gezeichnet. Es ist ja oftmals so, dass oftmals die Angst dominiert, wenn man über KI redet. Und also künstliche Intelligenz, wer das nicht weiß. Und das wird nicht gemacht. Generell ist der Autor, findet einen guten Mittelweg zwischen diesem ganzen Hype, dass digital ist alles, ist die neue Weltordnung und perfekt und halt eben diesen Ängsten oder dieses Schreckensszenarios, dass halt wir nur noch überwacht werden und ja, die Computer die Welt übernehmen. Er findet da wirklich einen sehr, sehr guten Mittelweg. Das Buch ist nicht eine irgendwie Eigenkreation von eigenen Gedanken, sondern das ist ein Mix zwischen eigenen Gedanken und Recherche von Aufsätzen, von Studien, von Büchern und die er dann zu Themengebieten zusammenfasst und quasi einen Überblick schafft. Manchmal allerdings ist es so ein bisschen, fehlt so ein wenig die Stringenz, weil in dem einen Kapitel, da schreibt er, ausgehend von einem Aufsatz, ich weiß nicht mehr von welchem Autor, aber dass Computer die Intransparenz fördern. Ne? Also dass umso mehr Digitalität, umso mehr Computer, Internet, das führt alles zu viel Information und zu Intransparenz. Und da bin ich zum einen nicht der Meinung, weil wenn die Computer, wenn die Technologie immer größer wird, heißt das, wir müssen uns auch weiter schulen. Im Internet muss halt eben auch von Anfang an mit Computern gearbeitet werden, mit Internet. Es muss geschaut werden, wie man klar Informationen erkennt, wie man erkennt, was echte Informationen sind, was keine echte Informationen sind. Also die geistige Evolution muss dann eben auch voranschreiten, wenn die technologische Evolution voranschreitet. Und ja, entsprechend bin ich da schon nicht der Meinung, aber das hat er eben sozusagen gesagt und dann im nächsten Kapitel meint er, dass die Dezentralisierung der Macht wichtig ist und auch eine Konsequenz der gesamten digitalen Evolution, weil die Menschen im Endeffekt unabhängig von dem Machtorgan über das Internet, über die Technik kommunizieren können und quasi ja, die Macht dezentralisieren. Er hat ein Beispiel angeführt, da war irgendwie eine Demonstration, ich glaube in der Türkei, da wurde das Internet abgeschalten und die Leute haben trotzdem irgendwie mit Satellitentelefon oder was auch immer, keine Ahnung, da ja, sich zusammenraufen können und entsprechend trotzdem demonstrieren können. Und da hat er gesagt, dass dann eben diese ganzen ja, Verschwörungstheorien und so weiter, dass diese eben es dann schwer haben aufgrund dieser Informationsvielfalt. Und da spricht er davon, dass das eben dass das Internet und die Information Transparenz schafft, wo er vorher gesagt hat, dass die Computer und das Internet Intransparenz fördern. Also da ist es irgendwie nicht stringent und ja, komisch. Aber das kommt eben dadurch, wenn man wirklich sehr, sehr viele Informationen nicht nur von sich selber präsentiert, sondern auch von anderen, dass sich da nicht immer alles deckt. Und er versucht das zwar alles zu einem homogenen Brei zu verbinden, aber es ist dann eher wirklich so eine, wie so kleine Exkurse verschiedener Themengebieten, als dass wirklich das ganze Buch in einem Rutsch quasi ja, total stringent und runtergeschrieben ist. Sondern das ist halt eher so, das sind so kleine Anregungen, kleine Appetizer über die digitale Evolution nachzudenken.
Er schreibt von der Struktur her, in die verschiedenen Kapitel schreibt er immer am Anfang eine Zusammenfassung. Das finde ich an sich immer sehr gut, dass du weißt, was in dem Kapitel auf dich zukommt. Aber diese Zusammenfassungen sind ja eher so witzig geschrieben, beziehungsweise ja, so eher so fast schon Clickbait-mäßig, dass man gar nicht weiß, was so genau passiert, sondern dass einfach nur Interesse geweckt werden soll. Ich weiß nicht, ob das in so einem wissenschaftlichen Buch unbedingt sein muss. Ja, war ein bisschen komisch und das ist nicht wirklich eine Zusammenfassung. Ich möchte es einfach erwähnen, damit ihr wisst, das Buch ist wirklich sehr, sehr locker geschrieben und ja, trotz Verweis auf Studien und auch am Ende jedes Kapitels ist eine Literaturliste, ist es trotzdem sehr, sehr ja, locker flockig geschrieben und ja, so ein bisschen ambivalente Gefühle beim Lesen. Einerseits angenehm, andererseits, ja, wenn man so ein wissenschaftliches Buch liest, erwartet man ja so gewisse Dinge, die dann eben nicht kommen. Naja, okay, dann passieren auch solche Dinge, die in einem wissenschaftlichen Buch eigentlich nichts zu verloren haben, dass er Aussagen in den Raum wirft, denen ich nicht zustimme und wo ich schon ganz gerne wissen würde, wo er diese Aussagen her hat. Aber das findet man nirgendwo. Und auf dieser Aussage wird eine Theorie aufgebaut. Wie zum Beispiel, dass es per se keine guten und schlechten Menschen gibt. Also beziehungsweise Menschen, die eher so tendenziell etwas mehr, ich will nicht sagen altruistisch, aber so gebend sind. Und welche, die von Natur aus, also von der genetischen Prädisposition, eher vielleicht nehmend sind. Also der Egoist. So, das bestreitet er. Er sagt, nein, alle Menschen sind gleich. Und nur die Umwelt prägt die Menschen. So, dann baut er seine Theorie auf. Ja, nun ist es aber so, dass ich der Aussage gar nicht zustimme und damit die Theorie ja auch nicht interessiert, weil ich erstmal wissen will, wie kommt er zu der Aussage. Und das hat er halt nicht verlinkt und das geht halt nicht in dem wissenschaftlichen Buch, dass er dann irgendwas ja hinrotzt und dann muss man das friss oder stirb dann annehmen oder man überspringt das Kapitel. Ja, und da sind ein paar Aussagen dabei, aber das passt dann ja auch wieder zu diesem lockeren Stil und ja, er ist ja ein Dozent an der Fachhochschule in Wien, glaube ich, und auch als Gastdozent in der Uni in Wien tätig und man merkt schon, dass er so grundsätzlichen wissenschaftlichen Anspruch hat, aber das ganze Buch ist eher so als ja, Sachbuch so ein bisschen einzuordnen, also nicht so wirklich als Universitätsliteratur. Genau. Ja, er ist ja sehr in der digitalen Welt vernetzt und da auch Experte in verschiedenen Ideengruppen und so weiter. Ich habe mir mal die Rezension angeschaut. Die Rezension, er hat jetzt glaube ich 7 Rezensionen und es sind alle 5 Sterne, was durchaus möglich sein kann. Dann habe ich mal die Rezension angeguckt und nachdem er so Sachen das Buch veröffentlicht hat, sind alle 5 Tage eine Rezension und zweimal jeweils an einem Tag auch 2 Rezensionen. Und wenn man da so reinschaut und auch die Profile mal liest, das sind alles keine verifizierten Käufer, alle 7 Stück, was sehr ungewöhnlich ist. Und die Art und Weise, wie er schreibt, auch, also wie er, dass er zum Beispiel alles im selben Stil schreibt und also vom Sprachlichen her versucht so ein bisschen zu variieren. Das ist eigentlich ziemlich deutlich, dass die 7 Bewertungen gefaked sind, also diese 5-Stand-Bewertungen. Und klar, wer im digitalen Zeitalter da zu Hause ist und weiß, der hat sicherlich auch als Dozent ein paar Studenten, wo er gesagt hat, komm, schreib mal eine Rezension. Da hat er halt tatsächlich selber geschrieben mit verschiedenen Accounts. Auf jeden Fall, das sind also nach meinem Gefühl her 7 ja, einfach Rezensionen, die einfach ja, nicht passen irgendwie. Lest euch selber durch, dann könnt ihr entscheiden. Ich habe euch den Link wie immer zum Buch hingepackt. Und ja, also das ist natürlich ein bisschen blöd, also finde ich irgendwie, ja. Aber heutzutage scheint das bei vielen so die Denkweise zu sein, dass man da irgendwie was reinschreiben muss, obwohl jeder, der so ein bisschen da auch ein Gefühl dafür hat, sofort erkennt, dass das halt eben keine echten Bewertungen sind. Also von daher gibt es noch keine Bewertung für dieses Buch. Außer jetzt von mir. Also, der Preis sind mit 25 € für 350 Seiten, in dem Stil, wie er es geschrieben hat, schon etwas hoch, finde ich. Schon etwas hoch. Er gibt viele Ansätze nachzudenken. Er versucht auch differenziert die Dinge darzustellen. Das finde ich sehr, sehr gut. Es ist eine gute Recherchearbeit. Es ist nicht nur ein paar Quellen, sondern sehr, sehr viele Quellen. Und ja, lässt sich wunderbar lesen. Also von daher,
Ja, wer sich für die Ansätze der digitalen Evolution und deren Probleme beschäftigt, der kann da reinlesen und wird vieles finden und sagen, ja, schön und so weiter. Aber für 25 € ist mir das ein bisschen zu teuer und ja, diese paar Sachen, die ich erwähnt habe, führen auch irgendwie dazu, dass ich dem Buch mit Sicherheit keine 5 Sterne geben kann, obwohl es eigentlich ganz nett geschrieben ist und viele Ansätze bietet. Und bei 4 Sternen ist halt knapp, zwischen 3 und 4 Sternen ist eigentlich relativ egal, was ich gebe. Ihr wisst ja, könnt ja die Informationen sind ja das Entscheidende für euch. Ihr könnt euch das überlegen. Ich würde einfach mal jetzt ja, sagen, ich gebe mal 3 Sterne, weil, wie gesagt, das irgendwie beim Lesen, ich kann es gar nicht so richtig ausdrücken, fühle ich mich irgendwie verarscht. Ich weiß nicht warum. Nicht nur wegen den Bewertungen. Irgendwie ist was da drin in seinem Schreibstil. Ich kann es gar nicht festmachen. Aber es ist einfach so ein subjektives Gefühl und das ist ja eine subjektive Bewertung. Und ja, von daher gebe ich einfach 3 Sterne. Wer sich aber tatsächlich wirklich total interessiert für dieses digitale Zeitalter und was da Probleme sind und wie das auf Wirtschaft, Politik da wirkt, philosophische Ansätze und ja, auch ein paar schöne Beispiele und schöne ja, Metaphern sind drin, schöne Aussagen von Menschen, also Statements, die sehr, sehr treffend auf den Punkt gebracht sind, die auch die Probleme schön umreißen, der kann das Buch schon kaufen. Für 25 €, ne? Das ist natürlich schon ordentlich. Aber ja, von daher wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen der digitalen Evolution. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.